Hallihallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Umfragevideo. Und zwar betrifft es eigentlich das Let's Play Minecraft. Ja, denke ich mal, hauptsächlich. Und zwar geht es um die Texturen. Ich befinde mich jetzt hier gerade mal nur so nebenbei auf der Map, wo ich eigentlich so rumprobiere. Ein Haufen Scheiß. Alles klar. Wo sich einfach nur bescheuertes Zeug befindet, das ich irgendwann mal gebaut habe, was vielleicht irgendwann mal nützlich sein könnte und überhaupt nicht kompliziert und umständlich gebaut ist. Aber es geht wie gesagt um die Texturen, und zwar wir spielen ja mit dem Flows Texture Pack, und da ist das Problem, das Texture Pack wird ja nicht mehr geupdatet und es ist immer noch auf der 1.9.4 Pre-Release, also alt. Und deswegen kann ich zum Beispiel die ganzen Sachen nicht anzeigen lassen und bestimmt auch einige anderen Sachen nicht. Jetzt habe ich mir gedacht, ja, gut, wenn es nicht geupdatet wird, im Moment merken wir es zwar vielleicht nicht so beim Let's Play, weil wir eh noch keine solche Sachen brauchen oder so. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht wollen wir uns auf ein neues Texture Pack einigen, das quasi geupdatet wird. Und da habe ich mir jetzt mal ein paar rausgesucht. Einmal das Facefully Texture Pack, wobei das auch für die 1.8.1 zu 1.1 dann wurde geedit, übernommen. Bombasic. Also das wäre dann wieder eins, das quasi geupdatet ist. Man, mach eine. Laut, schneller! Wenn ich aufnehme, dauert das so ewig. Genauso wie das Aufbauen der Map. Ja, finde ich, sieht auch nicht schlecht aus. Wir können eigentlich, ist ja eigentlich immer das Wichtigste, das Glas. Die Glasscheiben schauen ganz normal aus und das Glas sieht blöderweise genauso aus wie immer. Das ist eigentlich das Einzige, was mich wirklich stört. Dann als Drittes hätte ich noch das Dock M77 Texture Pack. Ja, also ich finde das eigentlich sehr schön. Ah, ich mach mal kurz Aufnahmestopp und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die Welt geladen ist, weil das dauert mir Ewigkeit. So, da bin ich jetzt auch schon wieder, 2 Sekunden danach. Und ihr seht, es ist eigentlich kaum Unterschied. Das Eis ist gleich, das Sandstein, also Sandstone ist glaube ich auch ziemlich gleich. Nur, was halt wichtig ist, zum Beispiel Glas. Du kannst mehr durchsehen, das ist extrem wichtig. Und ja, also wie gesagt, mir ist es egal, ich würde mit jedem weiterspielen. Das Problem ist jetzt nur, diese Aufnahme hier wird wahrscheinlich am, wenn mich nicht alles täuscht, Montag laufen, also dieses kurze Fragevideo. Ich brauche natürlich dann für die kommende Woche Aufnahmen, das heißt, ich werde nämlich jetzt gleich im Anschluss aufnehmen, und zwar eben quasi für die Woche dann. Das heißt, die komplette Woche werde ich dieses Texture Pack jetzt für das Let's Play verwenden. Danach könnt ihr ja sagen, ja, ob es euch gefällt oder ob wir aufs Misas gehen sollen oder ja, ihr werdet schon was finden, denke ich mal. Davon bin ich überzeugt. Okay, ich hoffe, ihr gebt mir Bescheid. Da gehört mehr Delay rein, zum Beispiel. Naja. Hier ist auch ein Haufen sinnloses Zeug gebaut worden. Aber dazu kommen wir vielleicht irgendwann mal anders. Wenn ich mal wieder was zu bauen habe. Das ist eigentlich ganz cool hier. Das habe ich mir gedacht, vielleicht für eine Adventure Map. Ich bin auch schon am Überlegen, ob ich nicht nochmal eine neue bauen soll. Nur, wenn, dann habe ich mir gedacht, frühestens mit der 1.2, also wenn, dann sollte das Jungle Biome dabei sein. Aber da habe ich mir das da eigentlich ganz gut vorgestellt. Da geht es hier hoch. Das Problem ist, man muss das noch ein bisschen besser mit dem Delay machen. Jetzt am Anfang geht es, glaube ich, nämlich noch ganz gut. Aber wenn man es beim zweiten Mal verkackt, dann ist, soweit ich weiß, kommt was Größeres raus irgendwie. Oder? Nee. Dann war das nur beim letzten Mal, weil da ist man dann. Soll eigentlich nur quasi zur Abschreckung dienen, und wenn man eben zu langsam ist, dann wird man quasi runtergeschoben. Und ja, ist einfach nur so
Ein bisschen Spielerei. So war es gedacht. Genau. Ja, ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen. Wie gesagt, beantwortet mir bitte die Fragen unten in den Kommentaren. Morgen geht's weiter mit dem Let's Play, das ich jetzt aufnehmen werde mit diesem Texture Pack. Bis dahin verabschiede ich mich schon mal. Euer Hodenkrebscreme. Tschaußen.